Okay, Leute, ich hab bisschen ein Game angefangen zu zocken, ein Minispiel, und hab vergessen aufzunehmen im Margoland. Ich hab das gerade eben gemerkt, als ich eben die richtige Maske anziehen wollte. Haben jetzt schon ein paar Missionen geschafft, aber noch nicht alle. Die Currymaske freigeschalten auf jeden Fall. Robotpanzer, 30 Stempel-Rallys ab. Genau, wir haben das Bomblett angefangen, das Minispiel, was einfach die ganze Zeit Bombe hin und her schießen ist, wo ich am Anfang dachte, es wäre ein Glücksminispiel, war es aber nicht. Von Mission haben wir geschafft, das ganze Ding einmal generell spielen. Mit der Maske. Wir müssen dreimal einen Schmetterball hintereinander schaffen. Das ganze Ding immer zurückschlagen, zum Gegner zurück, da mit einer ganzen Runde eben. Einen Schmetterball eben zurückschießen an denjenigen, der uns in eine Bombe hingeschafft gehabt. Wir haben auch nur einen Schmetterball insgesamt geschafft, aber das werden wir gleich testen. Und zwei Siege auf Level 3 eben, 50 Bomben treffen, alle Klassen und eben das letzte, alle Missionen. Wir machen das kurz auf Level 1, weil ich wollte das mit diesem Rückschlag auf Level 1 machen, weil ich das auf Level 3 oder 2 nicht hinbekommen habe. Level 1 und 2 haben wir übrigens schon geschafft. So, es geht so, Aufschlag, dann müssen wir es halt hin und her schießen. Und wenn wir eben, bevor die Bombe kommt, nochmal A drücken, können wir immer die Richtung wechseln. Und da müssen wir halt eine ganze Runde gewinnen, indem wir die ganze Zeit halt zurückschießen zum Gegner eigentlich. Mal probieren, weil ich das nur einmal gefühlt hinbekommen habe. Einmal war der richtig schnell dabei, das müsste ein Schmetterball halt dann gewesen sein. Das müsste jetzt auf jeden Fall diese eine Mission, diesem Zurückschießen gewesen sein. Genau, nur zurückschießen, eine Runde gewonnen. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall auf Level 3 und machen das mit zwei Siege halt hintereinander schaffen. Ja, es ist sehr ärgerlich, dass ich das nicht aufgenommen habe, aber von den Minispielen zeige ich eigentlich immer nur die erste Runde. Halt nicht von sich halt nur ändern, weil es halt schwieriger wird, ansonsten ändert sich nicht so viel. Also muss ich sagen, es ist momentan noch okay. Ich weiß nicht, wie das jetzt schwer ist mit diesen zwei Singen hintereinander. Verdammt, sehr schwer. Okay. Einmal zumindest mal auf der letzten Schwierigkeit geworden. Das ist übelst schwer. Ich habe keinen Plan, wie ich das zwei hintereinander schaffen soll. Das Gefühl, in die Richtung, wo der Ball halt hinkommt, wenn man da wieder zurückschießt, also in die richtige Richtung sozusagen, ist das irgendwie das Timing, glaube ich, einfacher. Aber es ist jetzt nur Gefühlssache. Alle Schwierigkeiten geschafft. Oh, Meta Knight, wie oft wir noch zusammen spielen, ja. Boah, jetzt habe ich den anderen aus Versehen ausgeschalten. Ich glaube, der ist AFK gegangen. Nein! Zwei Siege in Folge. Ja, es ging. Mit meiner Taktik ist das halt doch machbar. Ich auf Level 1 und versuche es ein bisschen mit Schmetterball mal. Schmetterball geschafft, okay. Alle Missionen geschafft. Ja, haben wir das Minispiel an sich mit geschafft. Auch wenn es jetzt ein bisschen ungünstig war mit dem Anfang. Bonkers-Maske. Mitarbeiter-Bottle D. Okay, Kirby Blau. Aha, neue Goldstatue. Gold-Taranza-Statue. Dann kriegen wir die alte Freundin. Okay. Machen wir weiter mit dem vierten Level, wo es auch vier Zahnräder gibt. Komm, machen wir mal. Ich nehme mal Wasser ab. Die Frage ist, was wird uns jetzt erwarten? Wir hatten eine Wasserhöhle so wie eine Eishöhle. Oh, jetzt so mit diesen, wie heißen diese Polarlichter? Boah, das könnte ein geiles Level werden. Ein bisschen im Wind, eine, so ein Wasserrutsche so ein wenig. Ja, ja. Ich denke, dass Level nicht komplett noch aufgebaut wird, aber der Anfang des Levels gefällt mir richtig gut. Da war ein Ticket. Das wird ein Secret sein. Und das wird auch trotzdem spannend. Die da oben ist schon irgendwie ein Ball. Wird man am Ende nach oben kommen? Das ist eine wichtige Frage. Kann es sein? Nee, schon nicht so. Okay. Das war mir klar, dass der Level ändert. Wir haben wieder eine Art Wasser-See. Dieses Horn. Durch die Sachen umgeschützt sind. Und es runterfallen lassen. Oder so. Ein neues Horn. So muss. Nee, ich finde. Ja, okay. Ich bin stärker nach oben geschleudert. So, das geht. Ja. Nur noch, dass da irgendwann irgendwas sein wird. Ist aber nicht so. Obwohl, verstellen, dass es kein Aufwind gibt. Das könnte ja verschwinden. Weg, die ganze Zeit hochheben, von da was runterfällt. Ja, ein Schlüsseljunge, okay. Da ja, müssen wir schneller sein als er. Weil er wird sich sonst umbringen, was ich jetzt so geil fände. Eben schneller sein und ihn dann, bevor er sich umbringen kann, eben erledigen. Zwei Tore. Das untere ist auf jeden Fall falsch. Das obere ist falsch. Das untere ist das richtige. Hoch man. Ich glaube, das sollte man wirklich in eine Falle reingehen, aber. Er sollte darauf reinfallen. Boah, das ist ein Eisschloss. Das haben wir schon ein bisschen auf der Map gesehen. Und wir werden jetzt im Schneeball. Der ist ja geil, aber dieses Theme vom Eisschloss haben wir schon ein bisschen auf der Map gesehen. Wird das nur in dem Level sein oder auch in diesem? Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe.
sind so Bullenkugel. Und wir müssen das durch die Pins umschmeißen. Ja, doch, das ist geil. Das Geile ist. Geil. Und wenn wir die Pins abfallen, dann kriegen wir diese goldene Kugel. Nee, einfach nur geschafft. Nee, doch. Ich hab das nicht in einem Ding geschafft. Und da jetzt. Zahnrad ist und so aus. Einzig so, wo ich das nicht geschafft hab. Dann. Aha. Ich kann schon mal machen. Geil. Soll ich ein bisschen noch mehr, dass das geht? Ah ne, warte, es ist jetzt wieder ein Portal, weil wir sind jetzt ins Portal gegangen. Das heißt, wir haben nichts verpasst, höchstens ein Ticket. Ah, andere Dimension, Spielabteil, sehr, sehr groß. Das war gerade richtig fies, ich wusste nicht, so Eiszapfen während dem sauren Durchgang abgebrochen, deswegen war es ein bisschen vor. Ich muss sagen, wenn ich das Eisschloss im letzten Level genauso benutzt habe, jetzt am Ende von diesem. Das letzte Level. Oh, ah, letzte Variante. Oder letzte Challenge. Das war ein bisschen knapp. Aber alles gut. Ich nehme tatsächlich den Bomber. Hatten wir das einmal. Und den Bomber rein habe ich das letzte Mal gegen diesen Vogel gekackt, als ich den hatte. Ah ja, okay. Das hier ist jetzt ein bisschen verändert, dass ich diese Okay, es macht aber echt schade. Ja, können wir Vogel noch machen. Ja, das ging echt. Bomb ist für den Vogel sehr gut geeignet. Er hat noch ein bisschen geschafft. Genauso wie auch dieses Level Age 5. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ja, wir kriegen das Eisschloss. Wechselt mal unsere Eisfähigkeit, weil tatsächlich im Eiswechsel sind die kaum hier. Scheint so ein Rätselschloss zu sein auf den ersten Blick. Mit verschiedenen Türen auf jeden Fall. Linker Weg oder rechts? Nehmen wir mal den Weg, den wir beide machen müssen. Ah ja, links führt hier zum Schlüssel. Und ja, die Kämpfefähigkeit ist sehr verlockend, aber ich bleib mal bei Eis. Oder die Geist oder wie? Jin war schon auf jeden Fall. Ah, ich muss sogar zuerst nach links gehen. Ich bin mit Bico noch sehr gut auf das Level. Ich mich erst so das einführen, dann noch aufschließen. Geil. Langsam. Ja, zuerst fahren wir zum. Ja, ein bisschen Zeit eigentlich sogar. Kanone. Fahren wir wieder. Reihe machen. Und das auch. Nimm sie mal mit. Ja, brauche ich auch. Aber ich hab sie viel zu langsam. So, wie mach ich denn? Hallo, kann ich das irgendwie gut machen? Ja, ich bin gut freigemacht, oder? Yo, gerade zum letzten Mal geschafft. Gerade ist sie kaputt gegangen. Sehr, sehr stark. Nein, da bin ich aufgepasst. Ey, ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst. Direkt zerquetscht halt. Die Fähigkeit hatten wir das einmal tatsächlich. Feuer könnten wir natürlich nicht kaufen. Ich habe ihn jetzt mal getötet. Oh nein, das ist voll Eis. Aber der hat nicht, hier. Okay. Ja, der hat Feuerattacke drauf. Geil. Ich doch noch was aufmache. Da ist auch eine Tür dahinter. Wird sich da ein Zahnrad befinden? Oh man, muss schnell sein. Ja, muss schnell sein. Aber geschafft, alles gut. Bis unten lang. So, das war ein richtiges Timing. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Nein. Ah, geht schon runter. Oh Gott, knapp. Aber geschafft, was auch ein Zahnrad wert war. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder einen linken und rechten Weg zum Tisch. Links, was die schlechte Wahl war. Ich muss erstmal rechts gehen. Sind diese. Und darstellen, wie irgendwie zu sein. So, ich soll. Wenn die auch im nächsten Raum auf mich losgehen. Ja, gar nicht, okay. Ah, deswegen sind die unten hier, dass sie geschützt sind. Das heißt, schnell beeilen und die Post abholen. Ja, ich hab die Post mal bekommen. Wir kriegen noch die Dunkelpassage. Okay, wir können wieder mit der Herze. Wären niemand. Jumpscare beeilen muss, weil die kann ebenfalls mit unten gehen. Wahrscheinlich nicht geben. Ah, okay, ich kann doch Eis zerstören. Ich muss einfach das Secret im Raum hier freigelegt wird. Zahnrad. Ich muss mal die Kerze mit. Das war ein Fehler. In der Auswahl sind da reingedasht. Das Zahnrad. Ich hätte da. Achso. Einfrieren und dann in die Richtung dashen. Okay. Ja, hab verkackt. Ich hatte. Ich hätte wechseln müssen. Okay, ich hoffe nicht, dass ich aufgehe. Ich hoffe, dass ich das Ding mal kommt. Noch? Nee, mehr ist es doch nicht. Ein Schlüssel.
Natürlich die Gegner freilegen. Ich hab halt jetzt das Gegner auszulöschen. Das ist mir gerade riskant. Mein Leben zuerst die linke Tür öffnen, damit man es dran hat. Dran. Oh, Gegner respawnen, abnehmen. Geil. Ja. Wie gesagt, die linke Tür zuerst öffnen. Und ans Zahnrad und so wie an diese komische Fähigkeit. Was haben wir hier? Oh, die Festival-Fähigkeit, das ist die One-Shot-Fähigkeit. Dann wird es die Bosskampf kommen, oder? Nein? Kriegen wir die Gratis mit fürs nächste Level? Das nächste Level ist ein Bosskampf, okay. Ja, ich glaube, ich nehme sie mit, oder? Wechsel ich? Ja gut, komplett One-Shotten kann ich den Bosskampf mit der Fähigkeit nicht. Ich glaube, eine Hälfte leben dann. Wir hätten dann keine Fähigkeit mehr im Bosskampf, müssen mit dem Stern arbeiten. Ich entscheide es, was für Fähigkeiten wir hier haben. Fünfer, Feuer oder Ninja. Nee, komm, nehmen wir die Fünfer-Fähigkeit, der gegen den Bosskampf an. Das ist ein Affe ist? Schneeaffe oder wie? Goriat. Oh, der macht den Boden kaputt. Komm. Erstmal. Ja, okay. Muss schon hier auf meiner Ebene sein. Ah, du kannst zuschleudern. Fuck. Okay. Schaden machen. Okay, der kann sich einen langen Arm machen. Ah, ja, du kannst aufnehmen. Wie hab ich's gemacht? Naja, das kommt auf der falschen Ebene. Da kann ich keinen Haar aufladen. Also, Phase ist jetzt einfach ab. Nö, ey. Das ist einfach. Zum Super Saiyan. Das ist einfach abgedrückt und wollte Haare. Er hat wirklich einen Kampf haben. Ja. Nein! Ich habe mich auf neue Erinnerungen. Das macht ja auch Sinn, hier Saiyajins hier aufzupassen, die Affen. Den hier reinzumachen, den Kampf zu geben, in der zweiten Phase Super Saiyajin Haare zu geben, dann noch einen Kamehameha-Angriff. Also. Ey, was hier spielen? Ey, also ich finde das jetzt schon fast der beste Bosskampf-Game bisher auf jeden Fall. Einfach wirklich mit diesem Kamehameha Dragon Ball Ding zu spielen, ist der Deck. Wirklich bester Bosskampf bisher. Und dann kriegen wir ein weiteres Schiffsteil. Was ist denn das? Das Heck? Das ist die Front? Ja, ist wirklich die Front, okay. Die haben wir damit repariert. Das Segel fehlt auf jeden Fall noch. An das Emblem war es. Okay, ja, jetzt fehlt nur ein einziges Teil. Okay. Aber dieser Vorgang hat wirklich einiges an Ärger bereitet. Ja, das sagst du was. Aber irgendwie war es das alles wert. Du machst ja nicht ganze Arbeit, das machen wir alles. Also was für Ärger? Wir haben Ärger. Immerhin habe ich dich dadurch getroffen. Einmal vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt toll. Ja, ich bin eine kleine Süßigkeit.